So, wir haben jetzt, wie viel? 200 Meter, 100 Meter haben wir geschafft? 200 Meter geschafft. Und jetzt 1000 Pausen gemacht. Müssen wir da hinten die Bundesstraße und dann durch die Fußgängerzone. Hoffen wir mal, dass uns die Polizei nicht anhält. Wir sind echt seit wie vielen Stunden? Mehreren Stunden unterwegs. Es wird gleich reinklatschen. Es wird gleich reinklatschen. Was passiert? Oh Gott, du bist. Ich bin komplett nass und mein Schuss weg. Geht 10 Meter weit gekommen. Gar kein Punkt mehr. Ich bin komplett bis oben nass. Alter. Zieh dich aus. Zieh mich jetzt nicht aus. Ich sitze noch im Baumstamm. Weil irgendwelche Wichser mitten hier durch. Guck mal. So tief das Wasser. Einmal tief das Wasser. Und da ist den Baumstamm im Wasser. Den hat die irgendwer hingetan. Und hier unter dem Baumstamm kannst du da durch, ne? Das ist ja Wichsgestalten, Alter. Alter. Digga. Was für ein Wichser. Kann hier nicht stehen. Jetzt müssen wir nur sie abstoßen. Ja. Ja. Alter, ob wir so kranke Leute sind. Bro, kommst du da noch rein? Ja. Okay. Warte. Alter. Ich droppe mich jetzt da rein. Alter, das wird ordentlich wackeln auf jeden Fall. Let's go. Wenn man denkt einfach, es kann nicht schlimmer werden, let's go, wieder durch den ganzen Dickicht. Kaum sind wir auf offener Fläche, ne? Regnet es. War ja klar. Lass mal zu dem Baum schnell. Ein Meter neben uns wird es alles nasser. Du willst jetzt deine Unterlage schön komplett nass. Ja, das ist nicht so schlimm. Ist gewittert. Wie unter dem einzigen Baum auf weitem Feld. Im Wasser. Oder in Grummels, Bro. I guess we'll die. Feiern, es lebt alles. Du musst eben über den nächsten Baumstamm rüber. Warum liegt hier überhaupt so viel Baumstämme, Alter? Irgendwer will nicht, dass wir hier langfahren. Leck mich hart am Sack, Alter. Gar keinen Bock, gerade erstmal einen Prozessionsspinner fast den Kopf gekriegt. Jetzt rechts fliegen, Alter! Jetzt kann ich fliegen, Alter. Okay. Ruhe. Alter. Aua, und jetzt die Bremse. Ah, fuck, ich hab mich gestochen. Ah, Scheiße. Noch einen Prozessionsspinner aus dem Boot geholt. Jetzt. Geht's weiter, habe ich gehört. Die Suche nach einem Schlafplatz gestaltet sich äußerst schwierig.
sind immer später, irgendwann soll es regnen und wir finden keinen. Endlich einen Zeltplatz gefunden. Du musst echt keinen geilen Ort zum Campen aus, Alter. Überhaupt nicht.